Gong zur letzten Runde und zum letzten Setup, was ich euch vorstellen will. Und da geht es um mein aktuelles Setup mit der Hero 7 Black und dem zugehörigen Adapter unten drunter. Es ist nicht so viel anders wie mein altes Setup, also zumindest ist es auch eine GoPro. Vieles wird gleich sein, aber auch einige Änderungen gegenüber dem Setup. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und der letzten Folge von meiner Serie mit Vorstellungen, Strich, Vergleich von Motovlog-Setups. Ich weiß, ich habe noch lange nicht alles abgedeckt und gerade jetzt die letzten zwei Folgen sind eigentlich sehr ähnlich, weil es ja nicht wirklich so ein grundlegend anderes Motovlog-Setup ist. Aber ich denke mal, der Unterschied ist schon so groß, dass ich es jetzt wirklich nochmal getrennt behandeln will. Und es fehlen natürlich noch die ganzen Alternativen. Generell, wir haben noch DJI Osmo Action jetzt, die neue im Angebot. Die Pocket war ja nicht wirklich geeignet zum Motovloggen, wie mein Test zumindest für mich ergeben hat. Es gibt noch einiges an älteren Geräten, die ganzen Drift-Generationen und so weiter. Und eigentlich eins, was ja ich eigentlich auch gerne vorgestellt hätte, aber was ich halt nicht in irgendeiner Form zur Verfügung habe. Vielleicht kann ja einfach einer der Kollegen, die ein entsprechendes Setup haben, mal sich meiner Serie anschließen und sozusagen den Vergleich aus deren Sicht machen. Es geht natürlich um die Sony-Kameras, weil da wäre zum Beispiel ja vor allen Dingen das, die Geschichte mit dem Fernbedienung. Oh, das ist ja was, wo ich richtig neidisch bin auf die Sony-Fraktion. Also die sieht ziemlich geil aus. Aber ich lasse das mal offen. Wie gesagt, vielleicht will es ja einer der Kollegen, die ein entsprechendes Setup haben, mal hinten ranhängen, sich dranhängen und meine Kategorien sozusagen mal für sich und für sein Setup beantworten. Heute soll es aber wie gesagt nochmal um mein aktuelles Setup gehen. Wie gesagt, Hero 7 Black mit dem Original GoPro Mikrofonadapter. Im Prinzip ist ja jetzt schon die Hero 8 draußen. Habe ich natürlich nicht zur Verfügung. Ich glaube, aber auch so richtig großartig was ändern jetzt zumindest für das Setup wird sich erstmal noch nicht, wird sich rausstellen. Von daher sind wir, glaube ich, mit der 7er noch recht gut dabei. Und wir starten gleich mal in Sachen Befestigung. Da ist es ja im Prinzip stark ähnlich wie das, was ich für die Hero 4 schon gesagt habe. Und auch wenn es jetzt die 7 Black noch neu gibt, aktuell ist er jetzt, glaube ich, nachdem die Hero 8 veröffentlicht worden ist, bei 329 Euro regulärer Preis. Ich denke mal, ihr kriegt es auch günstiger, beziehungsweise gibt, glaube ich, ganz aktuell sogar noch eine Cashback- oder eine Trade-In-Aktion, wo ihr irgendeine alte Kamera einschicken könnt und kriegt 50 Euro, dann kriegt ihr sie noch eine Ecke günstiger. Ja. Und wie gesagt, das ist so die grobe Richtung und worauf ich eigentlich raus wollte. Selbst da ist jetzt die Ausstattung nicht viel größer. Also die der Lieferumfang ist recht spartanisch. Ihr habt also wirklich die Kamera mit dem Akku. Ihr habt den einen Fuß unten dran zum Reinklipsen und ich glaube, das war es dann auch schon gewesen. Also von daher stellt ihr euch nicht viel besser, wie wenn ihr irgendwo eine gebrauchte Hero 4 gekauft habt und habt dort wahrscheinlich tonnenweise Zubehör von dem Vorgänger mitgeliefert kriegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr die Kamera an sich, aber es gibt natürlich nach wie vor massenhaft Zubehör für die ganze Kamera.
Befestigung ist 1:1 dasselbe, weil der die Mechanik, mit der verbunden wird, ist ja gleich geblieben, in Anführungszeichen. Von daher passt alles, was für die Hero 4 zu kriegen ist, passt auch für die Hero 7. Aber es gibt halt auch spezielle Sachen noch. Und wie gesagt, der Markt ist da einfach endlos. Am besten erkennt ihr das ja hier an dem Gehäuse, was ich im Moment verwende. Das ist eigentlich relativ gängig in Moto-Vlogger-Kreisen und ansonsten auch in Vlogger-Kreisen, weil ja immer wieder dieses Problem besteht, dass man irgendwo hin muss mit diesem Mikrofonadapter. Und bevor Yulanzi, heißen sie glaube ich, dieses Gehäuse da angeboten hat, wurden die halt irgendwo an den Helm geklebt oder keine Ahnung wo untergebracht. Und das Gehäuse ist eigentlich recht schön, weil es halt die Kamera mit einem Fach unten drunter versieht, wo dieses Mikrofonadapter reinkommt. Man hat auch einen relativ schönen Anschluss für das Kabel, was es gleichzeitig ein bisschen unter Druck hält, aber auch entlastet. Also so die goldene Mischung dazwischen, würde ich fast sagen. Weil das ist ja auch ein Problem, was viele Leute haben, dass halt das GoPro-Adapter, das Mikrofon-Adapter, wenn es hier irgendwo hängt und das Kabel so verwindet, da dran hängt, dass ruckzuck der Anschluss an der GoPro irgendwie nicht mehr funktioniert. Scheint einigen passiert zu sein. Wie gesagt, da ist es relativ gleichmäßig, hält es ein bisschen auf Zug, aber halt nicht so doll. Und ich denke mal, das funktioniert ganz gut. Sie trägt natürlich damit eine ganze Ecke auf. Positionsmäßig gilt, wie gesagt, genau dasselbe wie für die Hero 4. Komplett um den Helm rum könnte sie eigentlich überall festkleben mit entsprechenden Konstruktionen bezüglich den Halterungen. Und es gibt halt so massenhaft Zeug von Drittherstellern, um die GoPro sowohl am Helm als auch am Motorrad irgendwo festzumachen. Das ist schon echt irre. Und da ist natürlich dann auch bei der Hero 7 mit dem Bildstabilisator, der ziemlich abgefahren ist, auch am Motorrad dann ziemlich coole Sachen zu machen. Bei mir auch da wiederum gleiches, was ich schon für die Hero 4 gesagt habe. Meine bevorzugte Position ist definitiv vorne am Kinn, weil es einfach für euch einen Blickwinkel bietet, der mit meinem übereinstimmt. Das heißt, wenn ich mir meine Videos mal wieder nachher anguckt, dann ist das wirklich, als würde ich genauso wieder auf dem Motorrad sitzen. Finde ich eigentlich immer recht nett. Und jetzt zur Bildqualität. Da gibt es, glaube ich, bei der Hero 7 Black relativ wenig zu meckern. Es ist im Automatikmodus und in dem Fall, ja, wie gehabt, 1080p60. Macht die locker und aus dem Stegreif. Das Bild sieht ziemlich abgefahren aus. Wir haben das mit Superview einen richtig großen Bildausschnitt, den wir zur Verfügung haben. Und selbst wenn dann diese Hypersmooth einiges an Rand abfrisst, sozusagen, um was zu haben für den digitalen Bildausgleich, der natürlich auch im Moment wirklich mit das Maß der Dinge ist, selbst dann bleibt halt immer noch richtig ordentlich was vom Bild übrig. Und nach oben hin ist halt einiges an Luft. Die schafft ja, wie gesagt, auch im Zweifelsfall selbst die 4K in 60 Frames pro Sekunde. Also wer es richtig krachen lassen will, ist da natürlich hier mit der großen GoPro wirklich mit vorne dabei. Und das bietet natürlich eine Menge an Luft. Und das geht natürlich auch weiter. Gilt dasselbe wie auch schon bei der Hero 4. Wir haben dann noch das Protune zur Verfügung, was dann nochmal nach oben jede Menge Luft lässt. Sprich, wir können wiederum flaches Bildprofil machen. Wir können wirklich fast jeden Aspekt von der Kamera, von Belichtungszeit und ISO-Werte und was weiß ich was alles einstellen, um dann noch was rauszuholen. ND-Filter ist natürlich ein bisschen blöde, ist jetzt von GoPro selber eigentlich nichts dabei, aber hat da wiederum auch das Feld an Zubehör von Drittanbietern ist da halt einfach endlos. Und da findet ihr auf jeden Fall irgendwas, wenn ihr da wirklich über den, sag ich mal, Automatik-Level rausgehen wollt und dann ein bisschen nochmal an verschiedenen Sachen feilschen und einfach noch eine Schippe drauflegen wollt, habt ihr da
jede Möglichkeit, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und dann kommen wir zum Ton und da wird es dann ein bisschen anstrengender. Also alles, was Hero 5 aufwärts ist, da hat sich dann was geändert. Und deswegen habe ich halt auch jetzt im Prinzip nochmal den Unterschied gemacht zwischen den zwei Motoflux-Setups oder unter anderem deswegen, weil da halt wirklich ein Wechsel stattgefunden hat. Bis zu Hero 4 hatten wir ja diesen Mini-USB-Stecker und das war auch eine spezielle Version, weil ein normaler Mini-USB hat ja nur 5 Pins und der an der GoPro hat 10 und diese zusätzlichen 5 Pins sind halt auch von GoPro selber belegt worden, nach eigenem Gutdünken quasi. Und da war unter anderem halt ein ganz normaler analoger Mikrofoneingang drauf, den man halt entsprechend einfach nur beschalten musste. Ab der Hero 5 und aufwärts haben wir dann richtig USB-C. Und da ist es dann halt so, hier ist dann keine spezielle Variante mehr, die auf irgendwelchen ungenutzten Pins jetzt einen Mikrofoneingang haben, sondern jetzt muss, was auch immer an Audiosignal von außen drauf gegeben werden soll, als USB-C-Signal kommen. Ja? Und damit ist das halt dieses Adapter halt wirklich auch eine entsprechende Elektronik. Das heißt, bei Hero 4 und drunter war das Mikrofonadapter nichts anderes als ein Kabel, wo ein Widerstand mit drin war, der GoPro gesagt hat, hier das Mikrofon dran. Ab Hero 5 und aufwärts, inklusive jetzt Hero 7, braucht man wirklich jetzt nochmal einen richtigen Analog-Digital-Wandler, der das Bildsignal, das Tonsignal von analog auf ein digitales Signal umwandelt und dann halt im richtigen Format für USB-C über dieses Kabel an die GoPro schickt. Und deswegen ist dieses Ding halt auch schon mal eine Ecke teurer. Dass es jetzt aber so teuer sein muss, ich glaube, es ist immer noch 65 Euro, dieses in Anführungszeichen Drecksteil, ist eine andere Geschichte. Also man sieht, dass andere das billiger können, inklusive DJI vor allen Dingen. Ich meine, 39 kostet bei denen, ist halt so eine Geschichte. Billig ist das immer noch nicht eigentlich, aber schon mal eine ganze Ecke günstiger. Und das Blöde ist halt auch, es funktioniert wirklich nur der von GoPro zuverlässig, würde ich mal sagen. Und selbst da war es ja mit der Zuverlässigkeit nicht ganz so weit her. Wobei, da kann ich vermelden, es geht mittlerweile. Also ich habe ja noch ein Video auch gemacht, ich verlinke es mal hier oben, wo ich mich halt ziemlich genervt über dieses Adapter ausgelassen habe. Dass halt, sobald ich Strom drauf gebe, der Ton hinterher hinkt. Und selbst wenn ich keinen drauf gebe, hat er immer so am Anfang so einen kleinen Moment Stille gehabt, wo das Video schon läuft, aber der Ton noch nicht da war. So eine halbe Sekunde oder sowas vielleicht, bis der halt eingesetzt hat, das ist mittlerweile behoben. Das heißt, das letzte Firmware-Update, ich glaube war 1.8.1 für die Hero 7 Black, hat das Problem behoben. Und jetzt funktioniert er, soweit ich sehen kann, wirklich korrekt und fehlerfrei. Sowohl mit angeschlossenem Strom als auch ohne. Und das ist ja dann immerhin schon mal was. Aber es heißt natürlich auch immer noch, ihr habt erstmal nur dieses Adapter und müsst euch dann immer noch Gedanken machen, welches Mikrofon ihr dann entsprechend anschließt. Und da ist es halt auch immer noch ein bisschen Sucherei, Geschmackssache und so weiter. Ich habe jetzt, wie gesagt, im Moment bei mir ein Rode SmartLav Plus innen dran hängen. Mit einem entsprechenden nochmal Adapterstück, was man hier vorne sieht, weil das SmartLav ist ja eigentlich für ein Handy gedacht und hat diesen TRS, heißt da glaube ich, Stecker, während man für das Adapter einen TRS mit nur einem R braucht. Und das muss man halt nochmal hier entsprechend ummodeln, aber dann funktioniert es recht gut. Ist aber immer noch relativ hart an der Grenze zum Übersteuern.
Ich habe jetzt bei dem Kollegen Alltagsflock mal gesehen, dass er da irgendwie speziell ein Mikrofon rausgesucht hat, was schon eingebaut eine bestimmte Dämpfung hat, wo das ein bisschen besser sein soll. Das heißt, da kann man unter Umständen auch noch mal ein bisschen probieren. Aber das sind halt alles so Sachen, da merkt ihr schon, ihr könnt hier wirklich professionellen Ton auch rausholen, verschiedene Sachen, aber ihr müsst euch dann damit schon ganz schön auseinandersetzen. Unter Umständen auch viel ausprobieren, es sei denn, ihr greift halt auf die Erfahrungen von Kollegen zurück quasi, die schon ein bestimmtes Setup benutzt haben. Das muss aber dann konkret in eurem Fall mit eurem Helm und so weiter auch nicht so hundertprozentig sein, wie es für den jetzt zum Beispiel funktioniert. Also das sind immer so ein bisschen trickreiche Sachen, würde ich mal sagen. Und gerade habe ich es ja schon ein, zwei Mal angesprochen. Das heißt, das bietet mir jetzt auch so ein bisschen die Überleitung zum Thema Akku. Da ist es natürlich auch wiederum so, dass wir wechselbaren Akku haben in der Hero 7 und ihr natürlich dann entsprechendes Repertoire an Akkus und auch Zubehörakkus, gibt es also auch wiederum von Drittherstellern, euch anlegen könnt, um die mit Strom zu versorgen. Nach wie vor meine bevorzugte Technik ist, das Ganze zu laden, und das geht jetzt dann halt, wie gesagt, auch über das Adapter. Das heißt, an dem Mikrofonadapter ist hinten auch noch mal ein entsprechender USB-C-Stecker noch mal dran, über den ihr gleichzeitig noch laden könnt. Und wie auch schon gerade erwähnt, funktioniert das auch mittlerweile ohne Probleme oder ohne Auswirkungen auf den Ton, würde ich mal sagen. Das heißt, das geht zumindest ohne Probleme. Dann will ich mal zu den in Anführungszeichen Pro-Features kommen. Und da muss ich einen kleinen Schritt zurück nochmal machen zum Thema Sound und das Thema Dual Flocks. Das geht jetzt von Hause aus und mit den gegebenen Bordmitteln erstmal nicht. Aber es gibt natürlich genug findige Leute, die sich dafür auch was einfallen haben lassen. Die einfachste Variante davon, und da weiß ich jetzt zumindest, dass, glaube ich, der Bulldog-Gast zum Beispiel und auch wiederum der Kollege von Alltagsflock das verwenden, ist, indem sie einfach ein zweites Mikro neben den Kopfhörer hängen von ihrem Intercom. Also dann ist es auch ziemlich egal, welches Intercom das ist. Wie gesagt, die haben dann in irgendeiner Form einen Splitter, kann man ja machen, dass man halt quasi, die GoPro kann ja Stereo-Mikrofon machen, dass man dann halt einen Kanal für das eigene Mikrofon und einen anderen Kanal für das Mikrofon, was neben dem Kopfhörer hängt, benutzt. Dann hat man quasi zwei Tonspuren und kann das im Schnitt wieder ein bisschen auseinanderdröseln bzw. zusammenmischen. Das funktioniert eigentlich erschreckend gut, muss ich sagen. Also was ich von beiden bis jetzt noch mal so an Dual Flocks gehört habe, ist das gar nicht so übel, wie es im ersten Moment klingt, von dem in Anführungszeichen primitiven Ansatz her. Also das geht relativ gut. Die andere Möglichkeit ist erheblich aufwendiger, basiert aber grundsätzlich erstmal auf demselben Prinzip. Das ist zum Beispiel, allen voran hat das der Philtonic vorgeführt. Das Video verlinke ich auch gerade noch mal oben. Er hat dann wirklich angefangen, quasi den Ton, also quasi das Kabel, was zum Lautsprecher geht vom Sena, das gegen ein anderes auszutauschen, dass er da wirklich eine Buchse hat, wo er einen Splitter dran anschließen kann, und kann dann zum einen den Ton wieder auf die Kopfhörer gehen im Helm, und zum anderen gibt er das quasi auf den anderen Kanal vom Mikrofoneingang drauf. Das heißt, auf dem einen Kanal hat er ganz normal sein Mikro im Helm angeschlossen, auf dem anderen Kanal hat er das Signal, was sozusagen von dem Splitter vom Sena kommt, drauf angeschlossen. Hat dann dazwischen immer noch so ein bisschen Lautstärkeregler angeschlossen, mit dem er den Pegel regeln kann.
Das klingt jetzt alles erstmal sehr, sehr abgefahren und sehr anstrengend und ist auch für meinen Geschmack natürlich ein irrsinniger Aufwand mit dem Angestöpsel, das man dann immer hat, um das Moto- oder Dual-Flock-Setup zum Laufen zu bringen. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Qualität oder das Ergebnis ist über jeden Zweifel erhaben. Ihr könnt euch das mal angucken oder anhören in dem Dual-Flock, was ich mal mit ihm gemacht habe, wo ich mit ihm eine Hausrunde im Spessart gefahren bin. Also, wie gesagt, die Qualität spricht da für sich. Für mich wäre es jetzt nicht wirklich was, wegen diesem ganzen Hin- und Hergestricke mit irgendwelchen Adaptern vor und zurück. Und an den verschiedenen Sachen sind dann unter Umständen auch noch lange Kabel dran, die man irgendwo verstauen muss. Also, rein von dem Setup her ist es gruselig, aber wie gesagt, das Ergebnis ist geil. Also irgendwie kriegt man sozusagen auch das Thema Motoflock oder Dualflock erschlagen. Ohne dass man sich jetzt jedes Mal nachher erst mit dem Kollegen austauschen muss und ganze Videodateien und oder Tonspuren durch die Gegend schieben, um das dann halt irgendwie im Schnitt hinzukriegen. Also das geht zwar nicht von Haus aus, aber man kriegt das irgendwie hin. Zweites Pro-Feature in Anführungszeichen, was ich ja immer wieder noch abdecke oder abhandle, ist natürlich das Multicam-Setup. Und da gilt im Prinzip wieder dasselbe Spielchen wie schon bei der GoPro 4 oder bei dem GoPro 4 Setup genannt, dass man dort natürlich ziemlich aus dem Vollen schöpfen kann. Und aus sämtlichen Kameras, die GoPro so zu bieten hat, sich dann halt noch ein Setup zusammenstellen und ergänzen kann, wie bei mir zum Beispiel wiederum die Hero 5 Session, die dann auch schon ein bisschen Bildstabilisierung drin hatte und halt das neue Setup, ein bisschen besseres Bild und so weiter. Aber selbst wenn man jetzt dann noch eine Hero 4 dazu mischen würde in irgendeiner Form, würde das problemlos funktionieren und zwar auch mit der Fernbedienung. Unter den Einschränkungen, die ich wie schon im Hero 4 Video erwähnt, mit den Problemchen, die ich mit der Fernbedienung habe, wenn sie denn funktioniert, dann funktioniert sie auch über die verschiedenen Geräte hinweg und man kann dann ein Setup mit 3, 4, 5 Kameras sogar über diese eine Fernbedienung steuern. Also das kann man dann auch schon machen und ist relativ gut unterstützt, würde ich mal sagen. In Ermangelung entsprechender Rauschunterdrückung liefert das Audio-Setup natürlich auch schön viel Motorsound mit. Es funktioniert aber trotzdem ziemlich gut, finde ich immer, weil in dem Moment, wo man anfängt zu sprechen, fängt wirklich auch das, oder für mich wirkt es immer, als würde sich das Mikrofon dann wirklich auf die Stimme konzentrieren und dann schon den Motorsound ausblenden, aber sobald man nichts sagt, finde ich, kommt das immer satt durch, hört sich, finde ich, relativ gut an. Hat natürlich für mich, das habe ich ja glaube ich in dem 10C Evo Video schon gesagt, immer so ein bisschen die Tücke, dass es natürlich für mich im Schnitt schwierig ist, weil ich an der Tonspur von einem Video nicht mehr erkennen kann, an welchen Stellen ich irgendwas gesprochen habe und dementsprechend die dann halt wirklich auf die harte Tour immer durchscrubben, durchs Material entsprechend erst finden muss wieder. Ja, und damit wäre ich dann auch mal durch. Also nicht nur dieses Mal habe ich, glaube ich, wieder alle Punkte abgeklappert und auch einigermaßen in der richtigen Reihenfolge, wie ich es immer versucht habe einzuhalten, sondern auch mit meiner kleinen Serie. Wie gesagt, ich weiß, dass ich natürlich noch viele mögliche Setups ausgelassen habe, aber ich denke mal, das Grundprinzip oder die grundsätzlichen Prinzipien von verschiedenen Dingern habe ich jetzt mal erwischt und euch so ein bisschen eine Grundlage gegeben für die Auswahl von eurem eigenen vielleicht oder wie ihr mal wechseln wollt, keine Ahnung. Tja, und das soll es dann gewesen sein für diese Woche und ja, mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.